Willkommen Leute zurück zu Let's Play Siege of Avalon. Im letzten Part haben wir den ganzen Innenhof erkundet und den einen oder anderen Gegenstand gefunden. Ja, jetzt sind wir hier im Kellergeschoss, Kellerabteil und jetzt sind wir hier unten und hier ist wieder so ein sichelförmiger Mond. Ich nehme an, das ist Felius. Ah ja, mit den Seelen sollen wir ja reden von der Rot. Der sagt. So sicher vom Weg abgekommen, Fremder, den nur wenige suchen, den berüchtigten Felius auf. Mein Werk hat mich von den Lebenden hinweggeführt. Und nun übe ich meine missverständene Künste hier in dieser Einöde aus. In diesem finsteren Keller kann ich die empfindlichen Nasen und Mägen derer, denen ihr körperliches Wohl wichtiger ist als der Erwerb meiner Wissens, nicht beleidigen. Von welchem Werk spricht ihr, guter Magier? Meine besondere Faszination gilt dem Unleben, das überall außerhalb der Natur existiert. Nekromantie. Ich bin Totenbeschwörer. Nekromant. So würde ich das beschreiben. Jemand, der die zahllosen, verschiedenartigen Untoten, die diese Welt heimsuchen, zu verstehen und beherrschen sucht. Meine Studien zerreißen den Schleier des Todes. Öffnen den Blick auf das, was jenseits davon liegt. Seid ihr nun ein weiterer kurzsichtiger Narr oder könnt ihr tatsächlich einer derer wenigen sein, die den Werkzeug der Forschung begreifen? Obwohl ich jung bin, habe ich Erfahrung genug, um nicht aus Unwissenheit ein Urteil zu fällen. Wer könnte voraussagen, welche Kenntnisse auf meiner Suche von Nutzen sein mögen? Ich bin durchaus willens, von euren Künsten zu lernen. Sofern sie bei der Vernichtung der Sha'ahul-Pest dienlich sein könnte. Wohlan, denn zu guter Letzt habe ich vielleicht jemanden gefunden, der die Geheimnisse, die ich so mühsam enthüllt habe, zu schätzen weiß. Da ihr wesentlich verständiger zu sein scheint als die Schwachsinnigen über uns, werde ich etwas von meinem Wissen mit euch teilen. Spricht über alles Tote. Falls ihr je weitere Unterweisungen wünscht, wendet euch einfach an mein Skelett. Was? Als Gegenleistung verlange ich lediglich, dass ihr mir alles mitteilt, was ihr über die Umtriebe der Untoten Erfahrung bringt. Wann immer ihr könnt. Was? Ich soll mit seinem Skelett drehen? Vielleicht kann ich durch meinen Auftrag, der mich in die Ruinen unterhalb dieser Festung führt, den Wert eurer Arbeit beweisen. Die Ölen, sagt ihr. Meine einzige Freundin ist. Hier, eine Kundschafterin, die ich von Kindheit an kannte. Ist neulich dort verschwunden. Sie gehört bestimmt zu Expeditionsteam, nehme ich an. Ich habe sie vor dem Schrecken gewarnt, den sie dort unwohlmöglich begegnen würde, denn solche Plätze sind oft Zufluchtsorte der Untoten. Während meiner wenigen Ausflüge zu den Ruinen habe ich außerdem Anzeichen für die Anwesenheit einer Art Naturgeist des Steins gefunden. Und ich warnte sie auch davor. Ich wäre für jede Nachricht über sie dankbar, denn ich fürchte um ihre Sicherheit in einer solchen gefährlichen Gegend. Tatsächlich habe ich erwogen, sie selbst zu suchen. Doch meine Arbeit ist eine recht machtvolle Ablenkung. Vielleicht habe ich mich zu sehr mit dem Tod beschäftigt, um das Leben zu schätzen. Ihr mögt jederzeit zurückkehren, um weitere Unterweisungen zu erhalten oder einfach mich zu besuchen. Wisst ihr, ich verachte die Lebenden keineswegs. Und mein einziger Gesellschaft hier unten zeichnet sich durch einen bedauerlichen Mangel an Konversation aus. Ich werde gehen. Hoffentlich kommt bald ans Licht, was eure Freundin und den anderen in Ruhe hören. Gut. Könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Journal. Oh, Felius. In den Kellern unten unter Avalon lernte ich heute einen recht seltsamen und sogar beunruhigenden Magier namens Felius kennen. Anfang hatte mich der Gestank von Fäulnis abgestoßen, den umgibt aber auch buchstäblich der Schatten des Todes über ihn. Als sei er ein Mantel. Im Gespräch mit ihm entdeckte ich jedoch, dass er umfangreiche Kenntnisse über die Untoten besitzt. Das ist vielleicht hilfreich. Obwohl mir die Gründe für seine Hingabe zur Nekromantie ein Buch mit 7 Siegeln bleiben, scheint er in diesem Bereich jedoch eine solide Bildung zu besitzen. Sein Fachwissen wird mir gewiss großen Nutzen bringen,
da in den Ruinen, die ich während meines Auftrags für General Roth betreten werde, häufig Untote anzutreffen sind. Auch erfuhr ich, dass einer seiner wenigen Freunde in der Festung die Kundschafterin war, deren Gruppe auf der Suche nach den Erdstein in den Ruinen verschwunden ist. Velius nagende Sorge um sie brachte eine sehr menschliche Seite an ihnen zum Vorschein. Zweifellos nur wenige je gesehen haben. Die Elsa cool aus. Ich fühle mich etwas sicherer, da ich jetzt zumindest eine Ahnung habe, was mich in Ruinen erwartet. Abgesehen von den Untoten, die er entdeckt, hat erwähnte Velius eine Art Zauberwesen aus Stein. Ja, ich weiß nicht, was er noch meint, aber okay. Obwohl wir eine solche Kreatur wie ein ziemliches Wunder vorkommt, hege ich keine Zweifel, dass sie eine tödliche Gefahr darstellen. Mit Evers Glück werde ich entdecken, was den Teilnehmern der früheren Feldzugs widerfuhr, ohne selbst in zahlreichen Bedrohungen unter Avalon zu Opfer zu fallen. Gut. So, was ist hier drin? Da geht's weiter. Okay. Auch das ist ein Skelett. Bones. Geil, Knochen. Nee. Klick, klack, chop. Geklicke halt. Auch nur so ein bisschen klick, klack, kotz, knack. Kratz, kratz, klopf. Du, jetzt redet der auf einmal. Vorbild, dass ihr mitgespielt habt. Wie ihr euch vorstellen könnt, komme ich nicht mehr rum und mein Schöpfer mag keine Gesellschaft. Das ist allerdings gegenseitig. Mir wurde schon seit des Längeren öfters gesagt, dass solche froh seid, dass ich keine gerüstet habe. Während sein Schöpfer auf der anderen Seite mir klar gemacht hat, wie engstirnig, provinziell und ignorant diejenigen über uns sein können. So redet ein Skelett und ein Roboter. Ein Skelett ist ja der vergangene Roboter, würde ich sagen. Über euch in der Tat. Können wir uns nicht einfach alle vertragen? Oh, meine Warte. Steht zu Diensten. Euer Schöpfer, wie ihr ihn nannt, hat erwähnt, dass ihr mir vielleicht helfen könnt. Gut, das kann er mir eigentlich zeigen. Kälteschutz, Feuerschutz, Zauberkunst, Mystik, Mana-Erholung, Mana, Beschränkung minus 1, das würde ich ehrlich sagen, als erstes nehmen. So. Ansonsten Energielenkung. 25 Mana, 10 Punkte. Ja, dann nehmen wir das. Ich nehme alles. Danke, bis zum nächsten Mal. Ja. Was ist sonst noch? Genug rum. Ja, okay. Na gut. Das war wohl sein Skelett. Das heißt, wir können uns auf die Höhlen aufmachen. Und Trainingspunkte holen, wenn das geht. Wo ist Dinadon? Ach, da. Also, jetzt finde ich interessant, wie meine Gruppenmitglieder kämpfen. Ich hoffe, sie kämpfen richtig. Einmal hier speichern. So. Kann ich mit euch eigentlich reden? Olni. Lasst mich raten. Stimmen gehört, aber da. Okay. Anscheinend ist hier irgendwas im Keller oder in den Höhlen. Irgendwelche Stimmen. Jo, ich habe das extrem schnell überfliegen. Aber anscheinend ist hier irgendwas hier in diesen Höhlen. Oh, kill mal. Bin ich froh, dass hier nicht ich bin. Dass ich nicht ihr bin. Was meint ihr? Ja, ich wollte gleich in die Höhle hinein. Bin ich froh, dass ich dort nicht Wache schieben muss. Warum? Ist es da etwas unheimlich? Stalaktiten, Alden. Und seltsame Geräusche. Ganz viele seltsame Geräusche. Das kann einen Mann in den Wahnsinn treiben. Ich kann sie von hier aus hören. Ja, und in den Höhlen ist es richtig merkwürdig. Da drin wird die Stimme eines Mannes so verfremdet, dass man nicht verstehen kann, was er sagt. Er heilt dermaßen, dass das Schaben von einem gestiefelten Fuß sich so anhört wie, naja, wie etwas anderes eben, etwas Unheimliches. Okay. Schön zu wissen, dass es unheimlich ist. Geht's in der Runden? Ich glaube nicht, dass hier Monster sind. Ach nö. Da geht's gar nicht weiter. Wo geht's denn hier unten hin? Oder da oben? Oh, da geht's in die Höhlen. Weil. Ach, der sagt dasselbe. Okay. Da geht's in Höhlen. Was gibt's hier unten? Vielleicht noch eine Kiste? Geheimer Weg
So ein vergessenen Reich, ein Schatz, eine antike Stadt oder was weiß ich. Nee, nirgendwo. Gut. Dann gehen wir mal in den Keller. Also in die Höhle. Obwohl ich glaube, ich sollte mein Inventar leeren. Ich habe so viele Sachen. Das ist immer so mies. Höhle 1. Okay. Zeit, die Höhlen zu erkunden. Ist mal was anderes als die Natur und so ein abgebranntes Dorf. Hier unten scheinen aber auch nicht mehr Wachen zu sein. Wache Elvig. Gibt es Probleme? Nein, wie kommt ihr auf die Idee? Lalalala, wir bekommen nicht oft besucht. Ein Bote, Pfeilwerk, kam vorbei. Redet ihr Wachposten untereinander? Nein, nein, nein. Reden seltsam, Wüsten bleiben still, lauschen Geräuschen, Geräuschen, ja, her, menschliche Geräusche, naja, Geräusche, Menschen kennt, vielleicht würden doch reden, oder? So. Ferner der Berichte, dass Wachposten tief im inneren Höhengeflecht schon bleiben. Die seltsame, weil ja, ja, und hier ist es so, die beiden stumm, was ihr selbst laute hören. Vielleicht die Geräusche des Boten oder irgendwas anderes. So. Ich rede jetzt nicht mit jeder doofen Wache hier. Dann soll ich die Musik ein bisschen aufdrehen. Die Musik ist. Was ist das denn? Ein Lurker. Lurker heißt ja Schleicher, glaube ich. Was bist du? Stirr! Oh Gott! Zauberer! Mach was! Autsch! Ah! Lol. Ja, das Spiel ist gerade abgeschmiert. Danke. Ich sollte mal wirklich mal diesen Patch aufmachen. Den mache ich auch heute drauf. Ja, ja, ist schön, dass das abgeschmiert ist. Oh Mann, das ist so laut. Kann er vielleicht schießen, wenn ich ihm einen Stab gebe? Komm, setz einen Stab ein. Achso, mit einem Schild geht das nicht. Es wäre schön, wenn du von selber anfängst zu schießen. Mach was. Du dummer Zauberer. Ja. Dann behält er einfach Mana, weil er sowieso nichts macht. So. Kann ich irgendwie Taktiken einstellen oder sowas? Das wäre so praktisch. Aber der heilt uns wenigstens. Und Dinodon kann sich selber heilen, wofür ich eigentlich froh bin. Wie viele Punkte haben wir? Einen. So, speichere ich es dann gleich nochmal. Was bist du? Oh, ein Höhlengrollen. Los, haut drauf. Los, Dinodon. Einfach schön draufhauen. Wir wollen dieses hässliche. Oh Gott. Ah, stirb. Höhlengolem. Also die Monster hier sind doch härter, als ich dachte. Also die geben mir diese Trainingspunkte. Da ist noch ein Golem. Und da, los, stirb. Zack, 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 zack. Alle hauen drauf. Okay, hier gibt es wohl nicht mehr so viel. Was haben wir hier für Zaubersprüche? Verstohlen? Na, verstohlen. Ja, was soll ich denn damit anfangen? Ebenso wie die Zauberkälteschutz und sowas werde ich mir nicht holen. Damit kann ich einfach nicht so viel anfangen. So, dann müssen wir speichern. Ich merke schon, gegen zwei von denen hätten wir, glaube ich, realistisch gesehen keine Chance. So, auf ihn! Auf ihn! Los, töte den Lurker! Boah, der hält aber ganz schön viel aus. Oh ja, perfekter Moment. Haben die Trainingspunkte? Nee, gut. Gut zu wissen. Noch ein Lurker. Attacke! Attacke! Dinodon, du Penner! Mach was! Der Lurker ist eine Art Schurke. Ist ein Schleicher. So heißt es, glaube ich, übersetzt auf Deutsch. Das glaube ich. Weiß es nicht.
Oh nee, da sind zwei. Hier wollen nur einen bekämpfen. Ah, alle beide kommen. Okay, auf ihn. Los, macht was. Dina Dorn, du Arsch! Moin. Ich muss den einen anlocken. Nur einen muss ich anlocken. Mit Frost. Nein, nicht doch. Stirb. Stirb. Schieß. Ha. Oh. Oh, verdammt. Das war jetzt ein Fail. So. Einer haben wir tot. Ja, ist doch nicht schlecht, einen Zauberer zu machen. Ich wünschte nur, sie würden was machen. Also von selber reagieren. Ich meine, manchmal macht Dina noch gar nichts. Und der da könnte auch ruhig mal seine Zauber schießen. Ob man das irgendwie so einstellen kann, ich weiß es nicht. 7 Punkte, 7 getötete Kreaturen. Ach, naja. Ich brauche ganz, ganz viele Punkte. Um die ganzen Fähigkeiten da zu erlernen, die da oben sind. Die Leute da verteilen, brauche ich ganz schön viele Punkte. So, oh, eine Wache. Wache Mustafa. Guten Tag. Achso, der sagt bestimmt das Gleiche. Oder? Ja, da sagt er das Gleiche. Da unten geht's aber auch noch weiter. Ich will irgendwie gleich schon zurückrennen. Ja, komm, wir rennen erst mal hoch. Ich gehe, glaube ich, immer rechts der Mauer. Wir erkunden natürlich alles. Sonst geht das Spiel nicht weiter. Ich kann mir danach hier einen Trainingspunkt holen oder ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen. Hallo? Jemand hier oben? Hallo? Somebody there? Ich sollte doch gar nicht so bewaffnet rumlaufen. Hallo? Oh, da ist ein Golem. Da sind sogar zwei Golems. Ja, was hast du? Elektrizität. Was ist das denn für ein Minischaden? So, Feuer. So, auf ihn. Aber jetzt schießt er auf einmal, oder wie? Oh, weg. Also, ja, jetzt hat er angefangen zu schießen. Woran liegt das? So, auf ihn. Ah, jetzt schießt er auf einmal. Nein, geht doch nicht da hoch. Oh oh. Oh Gott. Jetzt schießt er auf einmal, der Zauberer. Woran liegt das? Gerade eben hat er nichts gemacht und jetzt macht er was. Ein Lurker. Oh, da oben ist noch ein Lurker. So, ja, jetzt zum Beispiel, jetzt macht er nichts. Liegt das daran, dass ich im Weg stehe oder wie? Sorry, dass ich bei jedem Typen speichere. Aber es muss sein. Ich will ungern sterben und so bin ich halt. Wo sind wir überhaupt? Da geht's hier oben weiter. Spinnen? Naja. Komm her. Oh, zwei Spinnen. Ich sehe nichts. Da. Dauert. Ach ja, ich sollte mal gucken, aber ich glaube, es ist so, Tiere lassen nichts fallen. Ebenso wie der Riesen da. Oder? Nee. Der Golem und die Lurker, die lassen alle nichts fallen. Hallo? Ahul? Oh, hier ist ein ganzer Ahul-Trupp. Also hier muss ich noch einsammeln. Und den Lurker töten wir. Oh, ein Journal. Ah! Oh, wieso ist der so stark? Oh, Journal, also jetzt sollten wir mal durchlesen. Ich habe das Schicksal eines Teilnehmers des früheren Feldzugs aufgeklärt. Kurz nachdem ich die Höhlen betreten hat, fand ich den Leichnam eines Ritters. Nach der Anzahl der gefallenen Schar-Hull rings um ihn herum zu urteilen, starb er bestimmt den Heldentod.
Ich hätte ihm gern zu seiner würdigen Beerdigung verholfen. Doch hatte ich weder die Zeit noch das Werkzeug, den tapferen Kameraden zu begraben. Ein paar Worte waren alles, was ich ihm geben konnte. Ich bin sicher, er hat weitaus mehr verdient. Da ich weder den Leichnam des Sehers noch den Kundschafters finden konnte, gehe ich weiter. Die Anwesenheit der Scharahul in den Höhlen sind gänzlich unerwartet und macht meinen Auftrag natürlich wesentlich gefährlicher. Aber auf vordringlicher Hoffnung finde ich heraus, warum sie hier waren. Jedoch bleibt mein oberstes Anliegen das Aufspüren der anderen Teilnehmer des ersten Feldzuges. Okay, das ist wohl der tote Ritter. Der Ritter bei der anderen Kundschaftung. Wir nehmen natürlich alles mit. Ich werde nochmal alles verkaufen, bevor ich den nächsten Part mache. So wie immer. Die Axt lassen wir nicht mehr, einfach zu groß. Was hast du? Oh, Leder, Stulpenhandschuhe. Ui. Und ein dickes Schwert. Und das sogar zu mir ziemlich gut ist. Ein Breitschwert, ne? Ah, das ist jetzt wirklich Scharholz. Was kommt das Rasiermesser? Was ist das? Naja. Die Lederarmschwert. Ja, wir müssen so ein bisschen Platz schaffen, irgendwie. Die Typen sammle ich natürlich gleich alle auf. Ein toter Ritter. Oh mein Gott, was hat der denn alles? Ein Siegelregen. Der hat hier volle weiße Stiefel mit Stahl. Habe ich die nicht auch? Ja, habe ich. Weiße Panzerhandschuhe. Aus gewöhnlichen Stahl, ne? Okay. Wir sehen uns im nächsten Part. Ade.